Ach, wieder Ellen. Also. Stream Info. Ellens Kapitel 2. Fertig. So. Ah. Dann machen wir wieder aus. Aha. Oh, ein Speicherpunkt. Okay. Was? Schuhkarton, ja. Im Schuhkarton werden deine Gegenstände aufbewahrt. Ellen kann von jedem Schuhkarton im dunklen Ort auf die gelagerten Gegenstände zugreifen. Ja, das ist so nett. Das gibt mir so Resident Evil Vibes mit den Truhen. Der Raum da eben sah aber viel schöner aus. Als dieses düstere Dunkel. Oha. Was haben wir denn hier? Ach, guck an. Das Münztelefon läutete. Ich hatte das Gefühl, der Anruf galt mir. Meinst du? Wie sieht's denn hier aus? Silvester in Berlin oder was ist hier los? Also abgesehen von dem Müllauto da hinten, sind das alles die gleichen Fahrzeuge. Ah ne, da hinten ist noch ein Jeep. Oha. Genau, erstmal die Map holen. Hallo? Pizza Pedro, guten Abend. Hallo? Alan Wake? Ja. Wissen Sie, wer ich bin? Nein. Wer spricht? Das klären wir später. Die Spione sind überall. Schatten. Ich fühlte mich, als hätte ich ein Déjà-vu. Hatte ich diese Konversation schon einmal? Alan, hören Sie gut zu. Caldera Street Station, die U-Bahn. Sie müssen dorthin. Ich melde mich später wieder. Okay. Gehen Sie dann ran. Kenne ich Sie? Ich kenne Sie irgendwoher. Sie haben es wieder vergessen. Wir sitzen im selben Boot. Keine Sorge. Ich mach das. Digga, du hast schlechten Empfang. Die Verbindung. Hallo? Hallo? Willkommen bei O2. Da. Fahrticket haben wir auch. Der war in dem Tunnel, genau. Richtig, in der Subway. Okay. Casey. Initiation 2. Der Mann hatte Caldera Street Station gesagt. Ich musste dorthin. Jutan? Eigentlich wollte ich mir die Karte angucken. Die Map. Das wäre wahrscheinlich M gewesen, ne? Hahaha. Caldera Street Plaza Station. Okay. Dann gehen wir da hin. Würde ich mal behaupten. Diese Stille. Lecker. Ist das freaky? Da ist sie.
Das Caldera Street Station Schild war da, doch ich sah keinen Eingang. Ja, ich mach das jetzt. Ich musste ihn erscheinen lassen. Vielleicht könnte ich mit der Lampe den Eingang zur Station finden. Ja, da ist aber kein F. Hä? Meine Lampe hatte keine Energie. Ja. Ich musste ein Licht für sie finden. Da ist doch Licht. Oh, die Geräusche. Dominik, einen wunderschönen guten Abend. Na, wie ist dein erster Tag in Freiheit? Wann musst du eigentlich wieder Schule? Hast du jetzt noch frei ein paar Tage? Oder hast du heute gleich wieder hingemusst? Soll das hier ausreichend sein, das Licht? Nee. Ist ja schön, dass mir die Lampe hier angezeigt wird, ne? Aber keine Energy. Heute direkt wieder Schule, das ist aber auch assi. Da hätten sie da ruhig den Rest der Woche freigeben können. Zum Akklimatisieren. Aber ja. Ja, verdammt, ich brauche Licht. Da ist Licht. Komm, gib her. Ich dachte gerade, es wäre ein Audi. Aber nie. Boah, ist das freaky, Alter. Den ganzen Tag schon am Lernen. Eieieiei. Boah, Geräusche. Da ist dicht. Oh, oh, da steht jemand. Komme ich hier wieder raus? Ja. Boah, Alter, Alter. Was eine Schickerei hier. Seid froh, dass ihr keine Kopfhörer aufhabt. Da hätte es auch Licht. Guck mal. Das wird nicht ausreichen hier, ne? Naja. Gelbes Licht ist bäh. So wie gelber Schnee. Na, dann gehen wir mal da hinten hin. Zu der Lampe. Oh, halt. Ja gut, da gibt mir Zeichen. Da bringt mir aber nichts. Erstmal brauche ich Licht, um die Lampe aufzudingsen. Stell dir vor, Dominik, der Toffel hat vorhin einen Sub an der Cenk verschenkt. Cenk verschenkt. Klingt auch geil. Das war nett. Der hat heute eine Zahn-OP gehabt. Ist völlig zugeballert von den Betäubungsmitteln. Morgen hat er noch eine OP. Vor mir am Ende der Gasse war ein Licht. Ja, da gehen wir mal tanken. Ja, du musst ja keinen Prime-Sub da lassen, du kannst ja auch einen normalen Sub da lassen. Boah. Ich glaube, ich sollte diesen Schatten aus dem Weg gehen, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Oh, oh. Das auf der Seite geschrieben. Riecht nach Ärger. Sam Lake. Oh, hey. Sie waren bei Doors Show. Alan Wake, Autor. Ich bin Alex Casey. Ich untersuche einen Mord. Kommen Sie. Was ist das?
Ah, die da Filmfigur ist real geworden. Sagt Ihnen nichts, oder? Ein Manuskript? Welches Manuskript? Ich muss es sehen. Und wer ist Manu? Warum kenne ich den nicht? Folge enthält das Manuskript Details zu den Morden. Ein mörderischer Kult ahmte die brutalen Taten der Geschichte nach. War Wake ihr Anführer? Hatte er sie geschrieben? Wie weit würde er für das perfekte Kunstwerk gehen? Oder würde er das nächste Opfer sein? Fragen über Fragen. Das kann nur eins bedeuten. Aber ich weiß es nicht. Bleiben Sie hier. Oh, jetzt macht er mein Licht kaputt. Niemals. Never, ever. Ja, das Licht hätte ich gebrauchen können. Oh fuck, Alter. Oh fuck. What happened? Casey! Verdammt! Was los? Ich erinnere mich, wie ich im Traum in dieser Gasse gestorben bin. Er hat mich wieder und wieder umgebracht. Sie werden es nicht bekommen. Sie glauben, sie wissen etwas. Sie wissen gar nichts. Und das wollen sie auch nicht. Sie bekommen, was sie verdienen. Die, 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 my darling. Ich brauchte seine Waffe und die Lampe, um mich zu schützen. Das ist nicht gut. Das war ein Echo der Bücher, die ich früher geschrieben hatte. Als ich Caseys Pistole aufhob, fühlte ich mich in der Rolle des Detectives. Wenn ich jetzt schon Waffe hab und Licht, dann kommen bestimmt gleich böse Buben. Ich besaß nur Licht. Ich musste zurück zum Eingang der U-Bahn-Station. Oh, hier ist aber ein Geheimnis. Gehen wir erstmal dahin. War jetzt dunkel und rastlose Schatten versperrten mir den Weg. Jetzt bin ich wieder im selben Ding. Gehen wir nochmal lang. Weil jetzt ist schon mal die Leiche weg von Sam Lake. Vielleicht ändert sich nochmal was. Nee, die Leiche ist immer noch weg. Na dann. Alter. Ihr tut mir nichts, oder? Junge, ist das abgefahren. Wake up. Time to die. Bleib mir vom Leib. Alter. Noch einer. Nee, nee, nee. Wow. Verstehst du? Sie wollten mich aufhalten. Ich konnte mich mit Pistole und Taschenlampe wehren. Wie auch im Real Life. Alter. Was geht denn hier? Taschenlampe erfüllte ihren Zweck.
Ja, nur habe ich nicht so viele Batterien. Ich konnte den U-Bahn-Zugang jetzt mit dem Licht öffnen. Beeilen wir uns mal lieber. Bevor wir noch angegriffen werden. In the shadow of my life. Okay. Tadam. Ja, was halt blöd ist, ne? Jetzt habe ich keine Lampe mehr. Cottbus! Hallihallo! Willkommen im Chat! Kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Die ist gerade richtig gruselig. Alan Wake ist ja eh so ein geiles Spiel. Ich musste ein Licht finden, um tiefer vorzudringen. Ja. Bin auf der Suche. Was hast du getrieben, Cottbus? Oh, hier, Medipack. Her damit. Brauche ich. So. Gehen wir mal. Oh, nee. Ja, das ist doch kacke. Wenn ich jetzt oben das Licht hole, dann geht doch der Eingang wieder zu. Oder sehe ich das falsch? Warte mal. Da komme ich da hinten jetzt rein? Nee, das ist noch zu. Komm, gib her. Ja, jetzt ist da wieder zu. Lass mal überlegen. Guck mal, da vorne ist ja noch so ein Blinklicht. Vielleicht kann ich hier was machen. Jetzt ist mal auf jeden Fall Platz. Da hinten ist aber noch zu. Oh, wow, oh, oh, da muss man ja richtig überlegen. Kann ich da hoch? Also ich muss ja in die Subway, aber kann ich da hoch? Ist da Licht vielleicht irgendwo? Oder sonst irgendwas zu looten? Ah! Da komme ich hier über den Zaun drüber, ne? Nee, es reicht nicht. Für über den Zaun. Aber da geht's noch weiter. Ha, ha, ha. Pass auf. Lost. Jahrelang hatte ich Bücher über Alex Casey geschrieben. Oh, oh. Etwas war noch hier. Eine Zeile einer halb vergessenen Geschichte. Alter. Grusel, Grusel. Im Gewusel. So. Vorsichtig. Bleibt mir vom Leib. Alter. Ja, das bin ich. Der von Ihnen gewünschte Teilnehmer ist zurzeit nicht zu erreichen. Ah, mit Speicherpunkt sogar. Mega. Und Schuhkarton haben wir auch. Ach, das läuft doch. Was willst du denn mehr? Da. Battle Ray. Ja, jetzt könnte ich aber das Licht hier gebrauchen. Das kriege ich aber nicht. Speichere halt nochmal. Ja. Ich komme ja schon.
Moin. Ja, ja, ja. Singt denn da? Ist das wieder unser Hausmeister? Hallo? Oh, hey, alle. Er. Sich angeschlichen. Das ist der Sheriff aus Bright Falls. Dieser Schauspieler, wo bei X-Men mitgemacht hat. Keine Ahnung, wie der heißt. Der war auch bei A Quantum Break war der dabei bei dem Spiel. Was auch sehr nice war. Da war er der Hauptdarsteller. Ja, warte mal. Lass mich erstmal gucken. Da noch eine Karte. Das ist meine verrückte Wand. Damit versuche ich das alles zu verstehen. Verurteilen Sie mich nicht. Bola. Da können wir gern tauschen. Ich war in der Leichenhalle. Ich war kurz davor, dem FBI die Beweise zu übergeben. Dor hat mich hierher gebracht, in diese Traumrealität. Warum? Wer? Wo? Warum? Motiv? Warum ich? Welches Jahr haben wir? Fakten. Fehlende Zeit. Keine Erinnerung. Bis jetzt. Bin ich immer hier gelandet? Werde ich alles vergessen, wenn ich rauskomme? Entführt? Aliens? Dor? UFOs? Polyeder. Träume. Ich aber nicht. Ich, aber nicht ich. Andere, die ich kenne, dennoch sind sie anders. Die rothaarige Frau. Rothaarige Frau. Hallo. Verzeihung, kennen wir uns? Ja, sicher. Schon wieder Gedächtnisprobleme, hm? Ja, wir kennen uns. Tim Breaker. Wir haben Hinweise ausgetauscht. Ich habe Fortschritte mit der Karte gemacht. Sehen Sie. Aber den mysteriösen Mann konnte ich nicht finden. Love Shaker. Soul Taker. Yeah. Sie erstellen eine Karte? Ich versuch's. Aber es ist schwierig, einen Traum zu kartieren. Ich ende immer an unerwarteten Orten. Ich finde interessante Dinge, wie diese seltsamen Markierungen. Diese Wochenende enden hatte ich früher sehr oft. Wie das, was ich suche. Man endet an ungewöhnlichen Orten. Ich habe auf meiner Suche Vorräte angelegt. Falls Sie etwas finden, greifen Sie ruhig zu. Danke für die Hilfe. Wer ist der mysteriöse Mann? Er wäre nicht mysteriös, wenn ich es wüsste. Ich kenne nur seinen Namen. Gute Antwort. Wallen Dor. Der Talkshow-Host? Nein, klingt nicht nach ihm. Er hat viele Gesichter, aber Talkshow-Host... Ich suche weiter. Okay, Sheriff. Wir sehen uns bestimmt noch. Wir sehen uns, Alan. Das sag ich doch. Die Beleuchtung ist echt geil, ne? Mit dem Raytracing und dem Path-Tracing. Das ist schon was Feines. Was liegt hier? Nix. Okay. Richte den Taschenlampe auf die Spirale. Da war etwas versteckt. Das Licht würde es enthüllen. Ja, wie? Ich hatte eine Seite gefunden. Darauf stand ein Satz, der sich immer wiederholte. Die Worte klangen bedeutungsvoll. Wahnsinn. Red Room. Worte, dann... Alter. Graue Schrift auf grauem Untergrund. Worte der Macht können verwendet werden, um Wake zu stärken. Du kannst sie im Autorenraum zuweisen. Ah. Worte der Lampe Nummer 1.
Stellt 50 Gesundheit pro Sekunde wieder her, wenn man die Taschenlampe Lampenverstärkung gegen feindliche Schatten einsetzt. Okay. Gewährt eine Chance von 10%, Feinde mit der Taschenlampenverstärkung zu betäuben. Gewährt eine Chance von 25% beim Töten eines Feindes eine Taschenlampenladung zu erhalten. Oh. Gesundheit oder Taschenlampe? Ich glaube, ich nehme die Taschenlampe. Die ist nämlich sehr wichtig. So, was haben wir noch? Dunkler Ort. Der dunkle Ort will mich ertränken. Ich verliere mich. Jo, kennen wir. Oh, muss ich mir das... Der dunkle Ort will mich ertränken. Ja. Willkommen zurück aus der Werbung. An diejenigen ohne Sub. Oh, so viele Geheimnisse. Ja, geil. Da müssen wir doch mal gucken. Okay. Aber das machen wir sowieso. Oh, wow, oh, oh, wow, oh, Digga. Verschwindibus. Was? Ich will nur dein Haar? Schüttel dein Haar für mich. Herr Ober, da schwimmt ein Haar in meiner Buchstabensuppe. Da, Batterien. Kann man immer gebrauchen. So, ne, halt. Ach, das war noch gar nicht das Geheimnis dieses Ortes. Da oben. Oder da drin. Dann gehen wir erstmal hoch. Was willst du mir zeigen, Digga? Ich will es, glaube ich, gar nicht sehen. Was? Passe das Echo ein, indem du dich ihm in einem bestimmten Winkel näherst. Ach, das Echo. Es sei denn, sie hatten Glück. Doch, sie hatten es nicht verdient, Glück zu haben. Sie blinzelten im falschen Moment, ließen ihre Gedanken schweifen. Die Feuerleiter, die ihnen als Fluchtweg dienen sollte, war weg. Sie waren nie da. Sie haben sich irgendwo auf dem Weg verlaufen. Die Stadt wollte sie erledigen. Und es gab kein Entkommen für sie. Okay. So, ich gehe mal wieder unten rechts. So, und das war jetzt... Hä? Okay, da unten scheint dann noch ein Geheimnis zu sein. Gucken erstmal hier noch weiter. Wake up. Time to die. Oh, da liegt was. Loot. Cult of the World. Kann ich darüber jumpen? Stimmt, aber
Eigentlich will ich das gar nicht. So. Gehen wir hier mal weiter gucken. Sieht so nicht aus hier munitionstechnisch. Volle Pulle. Okay, dann gehen wir mal da rein. Ah, da geht's hoch. Kein Regen mehr. Und da ist wieder Regen. Das war ja freaky. Wir sind da oben, sind wir in die Tür reingegangen und jetzt sind wir unten auf der Straße. Gucken wir mal, ob es hier irgendwas zu looten gibt. Hoppala. Sieht nichts. Ah, doch, hier. Oder? Ja. Nix drin. So, dann mache ich nochmal auf. Da gehen wir aber nicht durch. Das ist für später. Weil da vorne sind wir nämlich rein. Dann haben wir hier eine Abkürzung. Jawollo, okay. Das ist die Tür, wo wir raus sind. Ja, da kamen wir her. Junge, Junge. Ich höre was ganz Fieses. Oh Gott, Alter. Da liegt was. Einpacken, einpacken, einpacken. Klebeband dürfen wir nicht haben. Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht. Können wir hoch, okay. Dann checken wir erstmal hier unten die Lage. Sind jetzt im Geheimnis. Ah, ja. Alles klar. Ach, das ist das Ding, wo so klingt. Ich dachte, das wäre irgendein schwer atmendes Monster oder so. Ah, Licht. Was denn? Oh. War vielleicht doch nicht so ganz clever. Alter! Geh weg! Ich glaube, ich sollte jetzt die Leiter hier hochgehen. Nichts. Okay, dass die auf Lautstärke reagieren, wusste ich auch nicht. Aber okay. Wie meinen? Scratch. Ah. Versteckt. Medipack, immer gut. Ja, okay. Dann bin ich hier aber auf jeden Fall ein bisschen falsch. Hier komme ich nicht weiter. Das heißt, ich muss da die Tür raus.
Dazu muss ich wieder runter zu den Idioten. Okay. Ich könnte aber auch hier vorbeirennen und dabei die Tür aufmachen. Oh, meine Lampe ist gar nicht an, ne? Doch, die war an. Okay. So, und schnell weg. Oh oh, oh oh, oh oh. Alter, sind das viele. Kommt doch her, kommt doch her. Seid ihr weg? Ich muss nämlich weiter rennen. Zack. Ja, jetzt ist hier wieder offen, aber ich habe wieder kein Licht. Macht aber nichts, weil ich kann mir jetzt da drüben das Licht holen. Oh, wie geil. Genau, nämlich so. Und schnell weg. Maverick, einen wunderschönen guten Abend. Was läuft? Alles, was sich angebunden ist. Alter, das Spiel ist total freaky gerade, ne? Boah. Könnte man sich schon ein bisschen in die Buchse machen. Da. Jetzt sehen wir was. Jetzt haben wir eine neue Tür geöffnet. Versperrt. Ich hatte ein Ticket. Das ist da eine Map. Und was geht bei dir? Alles in Butter. Ah, doch, hier geht's rein. Mal erstmal hier gucken. Open up! Toffelino! Nichts geht bei dir? Das ist nicht viel, ne? Um nicht zu sagen, wenig. Ja. Wie zu? Hab doch extra ein Ticket geholt, genommen. Hä? Ah, da muss ich es reinstecken. Spind ging auf. Ja, hier, den einen habe ich ja aufgemacht. So, hier, jetzt pass auf, jetzt kann ich hier. Caldera. Etwas im Bahnsteig kam mir bedeutsam vor. Station. Es könnte für meine Geschichte relevant sein, doch es brauchte noch mehr. Etwas war hier. Eine halb vergessene Erinnerung. Ein Echo. Stimmt, das Echo ist da hinten, das höre ich. Da oben. Naja, da hinten. Da müssen wir. Jetzt. Ein FBI-Agent war vor mir hier und einem Mörderkult auf der Spur. Er war verschwunden und für tot erklärt worden. Achso, im FBI-Moment, ja. Ja, da weiß, dass ich bin. Oh ja. Wir haben quasi ein paar Wochen zusammen gewohnt. Caldera Street Station. Der Name ließ mich an die Austrittswunde einer Patrone denken. Ein Moment der Inspiration. Der Geist meines erdachten Detective. Ein Handlungsstrang, den ich nutzen konnte. Du hast dein erstes Handlungselement eines Echos entdeckt. Du kannst es mit der Handlungstafel zur Realität umschreiben. Ich hatte einen Ort und einen Handlungsstrang. Ich vereinte sie zu einer Geschichte, um einen Weg in die Tiefe des dunklen Ortes zu erschaffen. Wähle das Handlungselement FBI Agent und aktiviere es mit Enter, um die Realität in der Caldera Sand Station Szene neu zu schreiben. Okay. Dinge ergaben auf
mal Sinn. Die Geschichte klang glaubhaft. Ein Fortschritt. Der dunkle Ort hatte auf meine Geschichte reagiert. Danke. Der Weg in die Tunnel war nicht mehr versperrt. Dafür ist Bigfoot da hinten. Sasquatch. Ja, dann will ich jetzt aber erstmal gucken, ob da vielleicht noch Loot liegt. Loot liegt. Ah, guck mal hier, da ein Versteck, das zu ist. Spind. Verpack denn bitte Batterien und ein Medipack in den Spind. Komm, komm. Drücken. Wenn ich da runterfall, komme ich nicht mehr hoch, ne? Komm. Bitte gehen Sie weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Also das halte ich jetzt für ein Gerücht, dass ein Graffiti-Künstler, wenn er um die Ecke graffitiert, dann extra noch so lang zieht. Weißt du, wie so eine... Können wir bitte gehen? Oh, mein Herz. Komm mir zu! Können wir bitte gehen? Wohin? Weg! Warum? Diese Pisse hier kein Bock hat. Oh, bloody. Der FBI-Mann hatte der Dunkelheit ins Auge geblickt. Sie hat quasi ihn verschlungen. Ja. Und? Willst du mir jetzt noch irgendwas dazu sagen? Nee, ne? Okay. Die Schienen führten in den Tunnel. Hier würde ich weiterkommen. Boah, irgendwie habe ich Bedenken, da reinzugehen. So habe ich mich das letzte Mal bei Resident Evil 7 gefühlt. Wo man schon zweimal überlegt hat, ob man da jetzt in die Tür reingeht oder um die Ecke geht oder lieber nicht. Oh. Menschen. Alles klar, Maverick. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Oh, oh. Das sind so viele. Gehen Sie weg. Ich darf nicht mit fremden Schatten sprechen. Ich springe einfach über meinen Schatten. Haha. Da geht's rein. Get in there. Following a typical nightmare pattern. I was late. Desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. Ja, aber dann sollten wir doch erstmal... Oh ja, nee, das ist okay. Wir gehen. Wollte gerade sagen, der will doch nicht zu sein. Fußspuren. Ein Zug. Entschuldigen Sie. Ist das der Sonderzug nach Pankow? Ich wollte eben mal hin. Mal rüber nach Ost-Berlin. Oh Gott, Alter! Du A-Loch. Das hört sich nicht gut an. Meine ich aber auch. Vor allem habe ich jetzt Puls. Aber das ist ein Speicherort. Das ist ja schon mal was. Puh, Alter. Hab ich mich erschrocken gerade.
mal. Da liegt aber nicht viel Loot. Ah, wie groß ist mein Inventar? Ist voll, ne? Was könnte ich denn da reinlegen? Ich habe so das Gefühl, ich brauche das alles. Was ist hier noch drin? Nichts. Davon aber ganz schön viel. Okay, Speicher. Ja, oh, ich hätte Bock auf Pizza, tatsächlich. Nazarenos. We deliver anytime, any place. Brooklyn, New York. New York? Dann wissen wir ja schon mal. Ah, guck mal, Night Springs doesn't exist. Night Springs war Teil 1. It's a fictional town from the TV show I used to work on. It was any place, USA, a place we used as a backdrop for whatever strange story we had that week. One of the stories I wrote for the show involved a man, the champion of light, fighting his evil double, oder double, wie wir in Deutsch sagen, the Herald of Darkness. Ozzy Osbourne. So, ich glaube, jetzt gibt's Krieg. Find Alice. Na, ich sag doch, follow the White Rabbit. Puh. Crazy Train. Das passt ja gut gerade. U-Bahn-Karte. Show me. Oh, ist das noch groß. Leute, ist 20 vor 10. Das erste Kapitel von Ellen war so schön kurz. Und das wird ein bisschen länger. Ah. Okay, wo wollen wir hin? Haupttunnel. Ausgang zur Straße. Wenn wir da reingehen, geht's nach Shrine Station. Ja gut, dann folgen wir halt den... Hoppala. Ne, ne, mach ruhig wieder an, Digga. Die Tunnel waren ein Labyrinth. Hm. Ich folgte der Blutspur. Genau, wollte ich gerade sagen. Folgen wir der Blutspur. Was gibt's hier? Wasser. Wasser und Strom. Das ist nix gut. Ah, aber Licht. Hier kann ich Licht tanken. Nein, dafür brauche ich Licht. Damn, boy. Das ist aber keins. Da hinten ist Licht. Und da heißt es immer, geh nicht ins Licht. Ich muss ins Licht. Alter, sieht's hier aus. Na, reicht das schon oder muss ich außenrum? Jo. Na dann. Noch ein Ort für die Geschichte. Ich musste die Tunnel nach weiteren Visionen durchsuchen. Inspiration für die Geschichte, die mich weiterführen würde. Du hast eine neue Szene gefunden. Gehe zur Handlungstafel und schreibe die Realität im eingestürzten Tunnel um. Alter. Da war eine neue Szene. Eine neue Kulisse. Tadam. Ich änderte die Geschichte und damit auch den dunklen Ort.
Und auch die Geräuschkulisse. Er suchte hier nach Antworten. Doch was ihn hier erwartete, war schlimmer als der Tod selbst. Naja. Der Fall bringt Unheil mit sich. Der Kult kann dich mit seiner Magie überall erwischen. Was soll die Tagsicht machen? Was ist eigentlich passiert? Ein Fett hat nach dem Kult gesucht. Doch es war eine Falle. Ein satanisches Blutopfer. Wer sich mit dem Kult einlässt, wird auch geopfert. Sein Anführer soll der berühmte Autor Alan Wake sein. Sein verdammter, ruchloser Messias. Klingt nach Schwachsinn. Schwachfug. Okay. Sonst ist hier aber nichts zu holen, ne? Abfahrt! Oh. Alter. Oh, Mann. Ja, aber ist gut. Das ist gutes Herztraining. Gutes Herztraining. Ich habe das Gefühl, dass sich das Ding bewegen wird. Licht. Gib mir Licht. Hier klang ein weiteres. Er fährt hoch und wieder runter, genau. Eine Quelle der Inspiration. Noch eine. Ja, lass mich erstmal gucken, ob hier Loot ist. Mal Licht aus hier. Damit ich sehe, ob man da was aufnehmen kann oder nicht. Nö. Das heißt, Ihre Forschung könnte helfen, Ma'am. Was wissen Sie? Es gibt mehr als eine urbane Legende über den Kult des Wortes. Der mörderische Kult nutzte diese Tunnel für seine Opferrituale. Es heißt, der Kult habe die Morde in Alan Wakes Krimis nachgeahmt. Und dass Wake sogar selbst unter falscher Identität daran beteiligt war. Und zwar als Mr. Scratch. Der Spitzname des Teufels persönlich. Es war verstörend, mich selbst in der Geschichte zu erkennen. Doch ich war verzweifelt. Und es fühlte sich richtig an. Taschenlampe ausschalten, um nicht erkannt zu werden von diesen Schatten da. Ich dachte, damit kann ich die ein bisschen vom Leib halten. Die riechen mich, das klappt nicht. Ja, wahrscheinlich. Ich habe vorm Stream, ich war noch kurz einkaufen, habe mir ein paar Brötchen geholt und Met und habe mir da schön fett Knoblauch drauf geballert. Also riechen werden sie mich. Aber wenn es Vampire sind, keine Chance. Ach so, Handlungstafel. Da war eine neue Idee, ein neuer Strang. Ein Samenstrang. Ich bahnte mir einen Weg tiefer in die Geschichte. Ich vermutete, dass der mörderische Kult hinter dem eingestürzten Tunnel makabre Rituale durchführte. Alter, was hier abgeht. Der Kultist legte den Casey-Roman ehrfürchtig auf dem Altar nieder. Ihre verdammte Bibel. Ja. Tun kann ich aber nichts, ne? Oh, Handlungstafel. Nee, warte mal. Nee. Weil, vielleicht habe ich da jetzt was verpasst. Jetzt wo ich wieder alles verändert habe. Nee. Jag mich nicht, ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Schoki. Ich bin voll mit Schoki. Der Uta. Das war auch geil, ne? Das ist die einzigste Simpsons-Figur, die gestorben ist in der Serie und dann nie wieder aufgetaucht ist. Ah. Die Szenen wechseln. Okay.
Okay, warte, dann geh nochmal in die andere Szene. Jetzt habe ich es verstanden. Alter, ist das abgefahren, ey. Gucken wir mal. Dann können wir unten die Lampe einschalten. Wir haben ja Licht. Was ist hier denn los? Okay. Oh, Licht. Das Wasser war verschwunden. Der Weg war frei. Wenn ich mir das Licht jetzt wieder schnapp, verrecke ich dann? Wahrscheinlich, ne? Okay. Lassen wir das mal. Nicht, dass wir hier ertrinken. Viele, viele bunte... Ne, ich mache keine Werbung. Zumindest nicht unbezahlt. Ich verkaufe mich. Na, wer hockt denn da wieder drin und summt? Bestimmt der Sheriff wieder. Einhörner. Es sind bunte Einhörner. Oh, warte mal. Können wir noch ein bisschen looten, bevor wir da hochgehen. Oder auch nicht. Oh. Ja, dann gehen wir doch erstmal da hoch. Gucken, was der Sheriff rausgekriegt hat. Hey, Alan. Hey. Ich bin Tim Breaker. Ich weiß. Falls Sie sich nicht mehr erinnern. Doch. Ich weiß, Tim. Jetzt erinnere ich mich wieder. Schön zu hören. Erstmal die Bude ausräumen. Ja, das ist aber schön gemacht hier. Ich weiß nicht, was er mit der ganzen Farbe will, aber schön. So, sonst noch was? Nee, nee, nee. Oh, hier, Karte. Wieder ein paar Geheimnisse. Boah, da geht ganz schön was. Das macht man nicht an Klebstoffschnüffel. Richtig, genau. Statt an Klebstoffschnüffeln einfach die Eimer aufmachen. Wie läuft die Suche nach Mr. Dorr? Nicht gut. Der Traum, in dem wir uns befinden, legt mir viele Steine in den Weg. Sie glauben, das ist ein Traum. Ich schließe es nicht aus. Meine Träume waren schon immer sehr lebhaft. You never know. Sie fühlen sich real an. Bis ich aufwache. In den Träumen bin ich oft jemand anderes. Eine andere Person mit einem anderen Namen, einem anderen Leben. Ein kleines Mädchen mit Lackschuhe. Ja, genau, das macht jetzt Sinn mit der vielen Farbe. Deswegen träumt er auch so komisch. Bestimmte Dinge bleiben gleich. Dort zum Beispiel. Der Mann auf Ihrer Skizze sieht aus wie Dor, der Talkshow-Host. Ich weiß nur, dass Dor etwas damit zu tun hat, was mit mir passiert. Und er weiß, dass ich das weiß. Er ist ein sadistisches Genie und er liebt es, mich zu quälen. Ist das so? Hat sich da noch was geändert? Nee. Da auch nicht.
Da auch nicht, aber das ist neu. Was ist das für ein Ort? Ein Traum fühlt sich surreal an. Kein Ort, jeder Ort, alle Orte? Ein beliebiger Ort. Das New York der Gegenwart, nicht New York City. Ein Weg zu anderen Orten? Ein Nexus? Oder ein Animus? Ist Dor der Torwächter oder versucht er irgendwo hin zu gelangen? Überall hin? Dor, Tor, Portal, Port, Öffnung, Zugang, Fenster. Yeah, baby. Der Lachsmann, halb Lachs, halb Mann. Ja, der hat so ein bisschen die Ohren wie Spock, ne? So ein bisschen. So. Kennst du das Spiel Quantum Break, wo er mitgespielt hat? Das ist ziemlich cool, das habe ich. Da ist dann, nach jedem Kapitel ist dann so 30 bis 45 Minuten Serie mit den Schauspielern halt. Ne? Auch Mr. Dor hier, der da, und er hier und halt noch andere. Das ist, wie viele Folgen sind das? Ich glaube, 8 Folgen sind das. Vielleicht auch weniger, vielleicht auch 5. Nee, das ist geil, weil du spielst halt dein Kapitel und wenn das Kapitel fertig ist, dann läuft dann halt die Serie. Und entweder in Full HD, kannst aber auch in 4K runterladen und dann guckst du dir halt einfach eine Serie an. Ne, die Serie begleitend zu dem Spiel. Total geil. Kannst du überspringen, ne? Aber das ist echt cool gemacht. Und dann ist da so ein fließender Übergang von der Realserie zu den Spielfiguren. Und das ist echt cool gemacht. Und geiles Spiel. Wie gesagt, er ist der Hauptdarsteller in dem Spiel. Und der kann die Zeit anhalten. Und ach, viele Dinge. Viele Dinge. Kann also wie Flash. Ja, wie Flash. So Zeitsprünge machen, ne, hin und her. Und muss dann halt immer gegen so Leute kämpfen, die so eine Apparatur auf dem Rücken haben, wo die auch die Zeit beeinflussen können. Und da kannst du dann auch, bist dann in so einem Raum, ne, in so einem Lagerhaus zum Beispiel, und dann drückst du auf den Knopf und dann verwittert das. Ne? Das geht dann ewig in die Zukunft und dann ist das einfach nur so eine heruntergekommene Halle halt, ne, wo dann schon Unkraut wächst und so ein Kram. Das ist echt geil. Das habe ich 3-mal durchgespielt oder beziehungsweise beim 3. Mal nicht ganz. Ich habe es auf leicht durchgespielt, auf medium durchgespielt und bei schwer bin ich im letzten Level, im letzten Kapitel und das war mir zu schwer und habe dann irgendwann aufgehört. Und jedes Mal, wenn ich das wieder starte, bin ich halt mitten im Kampfgeschehen und überlebe vielleicht 30 Sekunden, weil ich auch gar nicht mehr weiß, wie die Steuerung geht. Ja, das ist ein bisschen doof. Das ist ein bisschen doof. Okay, gehen wir wieder. Aber ein geiles Spiel. Also das habe ich hier Play Anywhere. Das kann ich auf der Xbox spielen oder auf dem PC. Das ist sehr geil gemacht. Das war auch grafisch so mal was ganz Neues. Weil, also schon alt. Oder älter, nicht alt. Und da war das halt relativ neu, dass so die ganzen Schauspieler da so gut ausgesehen haben. Alter. Oh Gott! Oh! Oh, und weg hier, Alter. Boah, hab ich mich erschrocken. Habt ihr das gesehen? Komm mal zu. Ihr Pisser! Geil, das ist wie die Maus rumgeflogen ist gerade. Junge! Was macht ihr mit mir?
Das FBI war schon da. Das war fast schlimmer. Alter Schwede. Light will show you the way. Okay, hier ist wieder irgendwo ein Pfeil, den man nur in der Taschenlampe sieht. Let's have a look. Ah, Speicherpunkt. Very nice. So, irgendwas zu looten, bevor wir speichern. Hallo. So, es ist 10 Uhr. Es wäre schön, wenn das Kapitel jetzt zu Ende wäre. You need help. Good luck. Oh oh. Der Zug versperrte mir den Weg, doch er war nicht ohne Grund hier. Er spielte eine Rolle. Ja. Der ist verunfallt, wie man so schön sagt. Die nichts bringt. Warte mal, da liegt aber was, ne? Bevor ich das jetzt umändere mit Mörderkult. Hallo? Jemand da? Hallo? Tod. Oh, das Walkie-Talkie ist tot. Okay, dann Mörderkult. Der Kult beanspruchte die Herrschaft über die Tunnel durch Feuer. Hoffentlich stehe ich richtig. Das würde die Geschichte vorantreiben. Der Kult hat den Waggon mit Benzin übergossen. Ein eiserner Käfig, der wenig später zum Sarg wurde. Oh. Alter. Ey. Ey. Alter. Mach wieder aus. Na, guck mal da. Da ist wieder eine Erinnerung. Weiter vor, weiter zurück. Ab diesem Zeitpunkt wird die Geschichte des Kults wahrlich verstörend. Die Kultisten verfolgten die Fackelträger, die in den Tunneln lebten. Sie sperrten sie dann in einem entgleisten Waggon ein, übergossen ihn mit Benzin und... Naja. Wie schön. Dann wird eine Geistergeschichte daraus. Es heißt, der dunkle Rauch des Feuers zieht noch immer durch die Tunnel auf der Suche nach neuen Opfern. In dieser Stadt gibt es kein Happy End. Der Handlungsstrang fühlte sich wichtig an. Nutzbar für eine der gefundenen Szenen. Ja. Lass mal gucken. Kein Loot. Okay, gehen wir wieder raus. Und ändern mal die Handlung. Das neue Thema passte perfekt zur Geschichte. Fackelträger. Krank und verworren. Aber es funktionierte. Junge, da ist Loot. Ludwig.
sie war von der anderen Seite versperrt. Okay. Gucken wir mal, ob sich da draußen was geändert hat. Der U-Bahn-Waggon war völlig ausgebrannt. Ich konnte ihn durchqueren. Oh Gott. Ich habe das Verlangen, die Taschenlampe anzumachen. Alles. Sieht so aber angenehmer aus. Das blendet nicht so. Scheiße. Das sagt man aber nicht. Kann das Kapitel jetzt mal fertig sein? Ich muss auch noch schlafen. Mit Puls wird das schwierig. Ah, das ist die andere Seite der Tür. Haha. Ich bin ja kein kleiner Dummer. Spiel gespeichert. Oh oh. Oh oh. Ich höre schon wieder Menschen. Da ist offen. Da ist was drin. Batterien. Ganz wichtig. Ja, wo wollen wir jetzt hin? Map. Da sind wir. Du könntest da rein, können nach einem Geheimnis gucken. Oder wir können uns verpieseln. Aber wir haben so viele Geheimnisse schon verpasst, dass ich sagen würde, wir gehen da mal rein, ne? Don't write. Ich habe so das Gefühl, ich werde mich gleich höllisch erschrecken, weil einer hinter mir steht. Nee, aber die laufen da. Sehen die mich in dem Licht? Nee, ne? Ein Telefon. Oh, ihr Pisser. Ich kann das hier jetzt Alter. Ich kann die Szene doch jetzt hier wieder ändern, ne? Nee, weil die Szene ist ja gar nicht da, oder? Ich drück mal. Ah ja. Siehst du? Geht nicht. Etwas an einer Szene zu ändern, ohne dort zu sein, war unmöglich. Ja, ja, ja. Oh. Ja, okay. Gucken wir beim nächsten Mal. Alles klar, Teufel. Vielen Dank, dass du da warst. Oh, Hilfe, ich werde verfolgt.
Der Pfad war versperrt. Ja, danke für den verschenkten Sub. Die Lichter würden mehr. Wenn er sich schon nicht bedankt hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Ich plane viel, viel öfter online zu sein. So, ey, es ist 10 nach 10, ne? Vielleicht sollten wir Tuck machen. Wir schreiben uns exakt. Exactement. Dann hau dich mal in die Falle. Ich würde schon gerne noch hier das Kapitel fertig machen. Bevor es weitergeht. Im Discord hast du mir Ameisen dagelassen. Da muss ich mal gucken nachher. Hunted. Hunted. Klingt nicht so nice. Alles klar, bis die Tage. Hau rein. Ich dachte, die Tür geht auf. Oder? Ah, jetzt komme ich von der anderen Seite dahin, ne? So, I believe. Genau, nämlich hier lang. Ach, was bin ich ein Fuchs? Ja, dann kann ich doch aber. Jetzt habe ich das Licht, oder? Ja, ich glaube schon. Nee, ich habe kein Licht mehr. Jetzt habe ich wieder Licht. Ist ja schön, dass sie meinen Namen sagen, bevor sie mich angreifen. Wo soll ich denn eigentlich hin? Was muss ich machen? Da bin ich. Von da kam ich. Ich glaube, da will ich hin. Ich habe keinen blassen Schimmer. Gehen wir einfach mal weiter. Wasser. Der Widerhall schien eine Geschichte zu erzählen. Endstation, neue Szene.
Na dann. Da war eine neue Kulisse für die Geschichte. Mal gucken, was passt. Ah ja. Kurz checken. Ah, da ist wieder... wieder was. Ne, ist nur Licht. Da komme ich nicht rein. Die Information. Puh. Leute, Leute. In den unteren Fächern ist nie was drin, kann das sein? Ah, guck mal. Ist doch offen. Dieses Ritual wird dich weiterbringen. Oh, Scheiße. Hm. Mhm. Don't write. Da, das mache ich jetzt hier drin. Denk mal, Mörderkult. Hier wartete der Kult auf den richtigen Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Die Geheimnisse der Fackelträger waren vor dem Kult nicht sicher. Der Stern passte zur Szene. Die Halle war zum Versteck des mörderischen Kultes geworden. Mhm. Aber ich komme da nicht raus. Muss ich nochmal umschreiben. Gehen wir mal Fackelträger, was die so meinen. Portal. Okay. Sind wir wenigstens mal draußen. Kurz die Lage checken. Okay. Dann gehen wir mal wieder zum Kult. Tadam. Kultisten waren jetzt nahe. Eine dunkle Macht aus der Tiefe. Ihre Gesänge wurden lauter. Mhm. Okay. Nichts. Ah. Der FBI-Mann hat hier etwas gesehen, das ihn zur Flucht trieb. Ob das Beschwörungsritual wirklich etwas Übernatürliches oder die Massenpsychose völlig verklärter Spinner war, die Fakten waren klar. Der Kult beschäftigte sich mit Dingen, von denen man die Finger lassen sollte. Das Ritual war ein wichtiger Teil der Sache. Der Schlüssel, um den Tatort zu erreichen. Hm. Dieses neue Thema bringt mich tiefer in die Geschichte. Okay, Beschwörungsritual.
schon etwas aus einer Horrorgeschichte. Aber ich musste weitermachen. Alter. Und nu? Let's get freaky. Da ist nichts. Muss ich da vorne wieder raus? Also ich lasse das mal in dieser, in diesem Handlungsstrang. Weil da muss es ja dann irgendwie weitergehen. Da sind wieder böse Schatten. Da auch. Oh, der kommt. Oder kommt hierher. Das ist nicht gut. Bleib weg. Er geht wieder. Sich da hingestellt. Okay, dann kann ich jetzt vorbei huschen. Hoffentlich. Oh, da stehen schon wieder welche. Wo zum... Muss ich hin? Ja, ja, ja. Will ich ja. Alter! Boah, hau ab! Wohin? Nein, da ist zu. Alter. Wohin? Wo muss ich hin? Warte, hier ist Licht. Ey, 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 ey. Keine Worte. Geil. Guter Kopfschuss. Oh. Mach doch Licht. Oh, ist verletzt. Das ist nicht gut. Schnell, benutzen. Hallo. Ausrüsten. Heilen. So. Und Licht anmachen. Boah. Seid ihr des Wahnsinns? Ihr wollt mich doch umbringen. Nichts drin. So, wie ist das denn? Kann ich hier abhauen? Da ist eine Tür. Das Licht würde ich schon gern mitnehmen, ne? Oh geil, da war eben Grafikfehler. Na egal. Okay. Ah, nein, ist wieder zu. Okay. Dann muss das Licht hier bleiben.
totally crazy. Sonst kein Loot. Alter, wo muss ich hin? Da bin ich. Das heißt, eigentlich muss ich dahin, ne? Eine Tür. Okay. Upper Platform. Das klingt nach einem Plan. Guck mal, das Licht. Ein Speicherraum. Junge. Speichern. Und weiter geht's. Okay. Ah. Ich bin wieder oben. Wo muss ich denn hin? Sendeinstation. Ziele. Schließe das Ritual im eingestürzten Tunnel ab. Ah, okay. Das war... Hier, glaube ich. Das ist noch ein Speicherpunkt. Oh, wo war denn der Raum mit dem Tunnel? Ah ja, das ist wieder der Anfang hier von dem Level. Okay, kurz speichern. Und weiter. So, wie war das? Da musste ich in den Zug rein. Dann da durch. Da ging es runter zum Sheriff und dem ganzen Gedöns. Ja, da ist er. So, ich nehme an hier, ne? Beschwörungsmaterial ist gerade richtig. Ich klicke mal durch. Ich musste dort sein, um sie zu sehen und zu verstehen, zu verändern. Ah. Ja. Nee, nicht da oben. Hallo, wie komme ich denn da? Cursor? Erreiche den Tatort. Schließe das Ritual im eingestürzten Tunnel ab. Ja. Das habe ich vor. So, gerade mal kurz. Muss ich die noch irgendwie dingsen? Nö. Eingestürzter Tunnel. Genau da bin ich. Ah. Da. Dann Beschwörungsritual.
Oh oh. Lauf, Forrest. Aber wohin? Komm, 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 das schaffst du. Haha. Komm doch. Komm doch. Loser. Loser. Ich konnte das Dunkel nicht hören. Ich hab's gehört. Und jetzt? Muss ich da wieder rein? Oh, der ganze Zug ist weg. Cool. Wieso ist eigentlich die Taschenlampe an, wenn er sie gar nicht in der Hand hat? Der Tunnel war jetzt. Oh, verdammt. Renn, Digga, renn. Gib dir mal Mühe. Alter. Das Dunkel. Was ist das für ein langes Kapitel, Mann? Ich erinnerte mich. Es war stets da draußen. Jagd. Coole Beleuchtung trotzdem. Ich muss es mal wieder erwähnen. Wasser? Okay. Sind wir gleich wieder am Cauldron Lake? Ja, guck mal. Ich hatte den Tatort entdeckt. Nightingale. Ist das aufregend. Etwas war anders. Ich fühlte mich meinem Zuhause so nah. FBI. Ah. Wer sind Sie? Das war die Überblendung. Wer sind Sie? Sie hört mich. Sie kann mich hören. Ich bin Saga Anderson, FBI. Ich bin Alan Wake. Ich sitze hier fest. Im dunklen Ort. Unter dem Cauldron Lake. Cauldron Lake. Sie. Ich versuche zu entkommen. Ich mache Fortschritte, aber ich bin in Gefahr. Das Dunkel. Hilfe! Bitte! Helfen Sie! Ich spürte es. Ich auch. Ich war ganz nah. Hatte mir die Frau in der Vision geholfen? Etwas hatte sich geändert. Draußen. Parliament Tower. Wo ich mit Alice lebte. Es war da. Und wartete. King Kong? Jawohl, wir haben es geschafft. Sehr schön. Fast 2 Stunden das Kapitel, ne? Krass. Okay.
right in front of you, I'm right here on this winding road. What are you looking at? Is it your face on a pane of glass? 'Cause somehow this window becomes a trap. Sehe ich meinen Puls? On this winding road. Oh, 86. Geht. Oh, 90. Normal habe ich so 68 Ruhepuls. Boah, was ist das aufregend. Schon krass. Aber echt cool. Wirklich cool gemacht.